hereingeflattert und damit herzlich willkommen zurück hier zu Stardew Valley mit mir, dem Scherbenklang. Da sind wir hier heute am 16. im Herbst des ersten Jahres. Ja, und heute ist ein besonderes Datum, denn das Sterntautaler Volksfest hat begonnen. Und da können wir 9 verschiedene Waren ja quasi in so einer Art Präsentationskorb legen und dort uns dann bewerten lassen. Da müssen wir gleich mal gucken, was wir mitnehmen. Aber erstmal müssen wir jetzt hier innerhalb der nächsten 3 Stunden nochmal ordentlich hier die Felder gießen und ähnlichen. Aber wir schauen natürlich erstmal hier, wie gehabt, natürlich erstmal den Wetterbericht und auch beim Wahrsager rein, was es denn da so Schönes gibt hier. Morgen wird es wölkig, wölkig sein, genau, wölkig mit Aussicht auf Fleischböllchen. Es wird wolkig mit Windböen den ganzen Tag hindurch. Gut zu wissen. Und was sagt unser Wahrsager? Die Geister sind heute gut drauf. Ich denke, du wirst ein wenig extra Glück haben. Oh, das ist schön. Das hoffe ich doch mal. Und wir haben Post bekommen. Ah, was haben wir denn hier? Hier ein Gemüse aus meinem Garten hinter dem Haus. Du hast vermutlich schon mehr, als du tatsächlich verwenden kannst, aber es kann ja nicht schaden. Wir kriegen hier eine einzelne Pastinacke. Okay. Komm, die behalten wir einfach mal. Die schmeiße ich mal hier rein. Dann sagen wir unserer Katze natürlich Hallo. Da droppt sie leider kein Fisch für uns. Mal kurz wieder in die Höhle gehen. Haben wir da schon was? Nö. Arbeiten aber kräftig die Apparaturen. Und dann heißt es heute gießen, gießen, gießen. Ja, und gestern hatten wir noch einen sehr witzigen Abend mit Abigail. Der Vater von Abigail, der Pierre, hat uns ja da auf dem Dorfplatz erwischt, auf dem Friedhof. Und Abigail ist ja eher so ein Wildfang, so ein bisschen Abenteuer will ich machen und ja, auch eine sehr starke Haltung zu sich, glaube ich, selber. Das gefällt dem Pierre nicht so, dem Vater. Und da haben wir uns gestern in die Büsche geschlichen und haben hier nochmal herumgequatscht und so. Vielleicht haben wir uns auch geküsst, wer weiß. Nee, aber ich glaube, das wird ein bisschen zelebriert werden. Ich glaube, da saßen wir einfach nur in einer witzigen Situation in den Büschen und haben hier miteinander gelabert. So, das alles hier schön gießen. Bei den Weintrauben habe ich irgendeinen Fehler gemacht. Irgendwas habe ich da falsch gemacht hier. Ach, ich hätte das Gelee nicht weggeben sollen, ne? Das wollte ich ja auch mit präsentieren. Oh nein. Fällt mir gerade so ein, das ist jetzt doof. Habe ich das vor 2-3 Tagen verkauft? Naja, müssen wir sonst mal nachher mal gucken, was wir jetzt hier gleich mitnehmen. Noch ist ja nicht hier 9 Uhr. Vielleicht, wir haben noch Zeit. Ja, Sprinkler haben wir ja auch schon mal neue gebaut. Auch ganz gut. So. Hier schon was? Nö, hier ist noch nichts passiert hier. So, jetzt müssen wir mal gucken, was wir hier mitnehmen, ne? Ich würde, glaube ich, lieber zu viel als zu wenig mitnehmen. Die Weintraube ist nicht gerade viel wert. Keine hohe Qualität hier. Ach, die hatte ich auch eigentlich was anderes gedacht. Da kommen die Ioden und so, das würde ich gerne mal ein bisschen anders sortieren hier. So, was haben wir denn jetzt hier? Wir haben hier Mais. Wir haben Hopfen, Brombeeren, Blume. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Noch Kupfer und Eisen mitnehmen oder so. Ich weiß auch nicht, was wir hier reinwerfen dürfen, ne? Quarz kann ich auch noch mal mitnehmen. Kann ich verkaufen. Irgendwas hiervon? Vielleicht ein Jadestück oder so?
Ich weiß nicht, ob wir Mineralien da reinpacken dürfen. Also deswegen sollte ich, glaube ich, lieber zu viel als zu wenig mitnehmen hier. Also eine Nuss ist ein Sammelobjekt, eine Edelwicke. Könnten wir auch mitnehmen. Das Teilfrucht und so würde ich jetzt ehrlich gesagt nicht abgeben wollen. Ja, Fische und so haben wir so viele, ne? Und auch hier so ganz viel Gedöns. Muschel. Korallen. Weiß nicht, ich nehme jetzt einfach mal ganz viel mit. Dann laufen wir jetzt mal hier zum Kling-Kling. Zum Fest. Kurz gucken, haben wir hier irgendwas noch zum Mitnehmen? Leider nicht. So, dann aber mal geschwind auf hier zum Volksfest. Null Sternchen? Was haben wir denn hier für Aufgaben? Ach, guck mal, wir können hier solche Wettbewerbe machen. Das ist ja cool. Sternmarken. Wir haben leider keine. Hallo Caroline. Pierre nimmt die Bauernhofschau ziemlich ernst. Er hat seine besten Erzeugnisse schon Wochen zuvor beiseite gelegt. Ich wünsche dir viel Glück, falls du auch daran teilnimmst. Na, moin Pierre, geht's dir noch gut? Alles klar zwischen uns, ich hoffe. Mein Geschäft vertreibt die allerfeinsten Qualitätsprodukte des gesamten Tals. Seht euch einfach meine Auslage an. Ach guck mal, da ist unsere. Ich habe mein Bestes gegeben, aber meine Auslage ist dieses Jahr im Vergleich zu Pierres ziemlich schwach. Oh. Naja, vielleicht geben mir die Richter Bonuspunkte für den massiven Käseleib. Ja, das glaube ich du. Arbeitest du an deiner Auslage für die Bauernhofschau? Das ist die Gelegenheit, all die guten Erzeugnisse vom Scherbenhof anzupreisen. Wer ist denn das? Ach, ein Tourist. Wow, das ist der größte Käseleib, den ich je gesehen habe. Sehr beeindruckend. Das freut mich. Ach, guck mal, hier sind noch mehr Sachen. All diese Tiere sind so freundlich und lieben es, gestreichelt zu werden. Das ist doch schön. Autsch, eine Henne hat mir den kleinen Finger gepickt. Oh, das tut weh. Bisschen aufpassen hier. Und nur ein paar Schritte weiter grillt Gas ein paar Portionen Schweinchenrippchen. Das ist wie im Zoo. Finde ich auch immer so komisch. Finde ich das auch immer so grandios. Man guckt sich erst Tiere an, danach isst man Tiere. Moin Sebastian. Ah, das ist heute ein wenig hektisch. Ich bleibe einfach ein wenig hier. Raucht der? Der raucht. Wie cool bist du denn? Ja, Spaß, so halbwegs. Das Zelt mit den Schleudern ist ziemlich gut. Wenn du den Bogen raus hast, kannst du eine Menge Sternmarken verdienen. Okay. Okay, ich finde Sebastian gerade voll uncool, weil er raucht. Da können wir nicht durch. Da können wir auch nicht durch. Da ist Linus. Diese Tiere beurteilen Leute nie nach ihrem Aussehen. Und Menschen kann man das gerade nicht behaupten. Das stimmt zum Glück, das stimmt zum Teil leider, wollte ich sagen. Okay, es gibt hier nur einen Touristen? Oder was? Oh, hier sind ja noch ein paar Leute, ne? Ui, guck mal hier. Hätte ja auch was mitgebracht. Ich beschwere mich hin und wieder über meinen Job, aber ich bin stolz auf meine Arbeit. Das hier sind ein paar meiner besten Stücke. Ich hoffe, sie gefallen dir. Clints Klingen werden jedes Jahr schärfer. Deine Preise auch. Bessere Qualität, gleich höhere Preise, ne? Moin, Demetrius. Robin arbeitet wirklich hart als Schreinerin. Sie hat die Anerkennung redlich verdient. Ach, sie hat hier so Holzsachen und sowas stehen, okay. Holzverarbeitung ist eine alte Tradition. Ich bin stolz darauf, ein Teil davon zu sein. Ich bewundere Robins Fähigkeiten im Schreinern. Ich benutze eine Menge ähnlicher Techniken bei meiner Arbeit. Ja, stimmt, Lea stellt ja auch so Holzstatuen und sowas her, ne? So wie Gürchen. Ach moin, der Zauberer ist auch mal hier. Velvik und ich kennen uns schon seit Ewigkeiten. Sie ist eine bemerkenswerte Wahrsagerin und eine gute Freundin. Der Clown, er kommt mir irgendwie bekannt vor.
Vielleicht von der Schule der Illusion? Oder aus dem Karneval der Geheimnisse? Clown? Welcher Clown? Der hier? Sollen wir das tun? Ja, komm, ne? Wir machen das mal. Was? Das klingt gar nicht gut. Ich sehe dich auf einer Liege. Sieht nach einem Krankenhaus aus. Levis ist da, um dir bei der Genesung Gesellschaft zu leisten. Wie aufmerksam. Jetzt sehe ich dich und Abigail auf einer Wiese. Ihr scheint glücklich zu sein. Oh, ich hoffe doch. Beim Blumentanz, das wäre doch schön. Die Kristallkugel hat sich geändert. Jetzt sehe ich dich, wie du eine dicke, reife Melone erntest. Du bist auf einem prächtigen Hof voller Leben. Ah, die Kristallkugel ist erloschen. Das ist alles, was ich für dich tun kann. Jetzt denk daran, dass die Zukunft nicht in Stein gemeißelt ist. Was auch immer ich dir heute erzählt habe, kann sich stets ändern, wenn du dich anstrengst. Auf Wiedersehen. Okay, gut zu wissen. So, ist hier unten noch was? Ich finde das so gut, dass hier die Zeit nicht weiterläuft, ne, bei den Volksfesten und so weiter hier. Das wird sonst so nerven. Der komische Clown hier? Ich meint der Zauberer ihn hier. Er sieht nicht sonderlich glücklich aus. Bürgermeister Levis wollte dieses Jahr mit einem Discount-Clown Geld sparen. Ach so. Na stimmt, der guckt ein bisschen miesmutig. Weißt du, ich wäre sicher ein ziemlich guter Clown geworden. Vielleicht habe ich meine Bestimmung verpasst. Emily als Clown? Na, könnte ich mir vorstellen. Er hat hier Gold und Silber und Kupfer und alles ausliegen. Man muss die Zukunft voraussagen lassen. Noch ein paar weitere Leute. Warst du schon bei der Wahrsagerin? Die hat ihren Stand am Friedhof. Habe sie schon besucht. Sie hat mir etwas Interessantes verraten und sich kichert. Ich habe das Stärkespiel zu oft gespielt und meine Arme fühlen sich jetzt an wie Gummi. Ist selber schuld. Moin Pam. Beeil dich besser, mein Kind, bevor ich mir hier jeden einzelnen Fisch aus dem Zelt schnappe. Hey. Können wir hier ein Spiel spielen? Oh, müssen wir mal Geld dafür bezahlen. Wir machen es trotzdem. Was muss ich tun? Fischen? So schnell wie möglich. Ah, die Zeit läuft weiter. Okay. Gucken, was wir hier spielen können. Und wie viele Marken wir gleich erhalten. Da bin ich auch mal gespannt. Punkte sind, glaube ich, nicht viel, ne? Nein, jetzt habe ich das verpasst. Oh, wichtige Punkte, die uns verloren gegangen sind hier. Ah, oh, der Fisch hat mehr Punkte gebracht. Oh Gott, nee, den kann ich nicht fangen. Oder? Nee. Der war zu heftig. War wahrscheinlich wieder ein Hecht, ne? Wir hatten so merkwürdiges Schwimmverhalten hier. Ah, guck mal, wir haben ihn. Ah, einen Fisch könnten wir noch schaffen. Mal gucken. Wie viele Punkte haben wir? 149. Jetzt kriegen wir dafür Schönes. Fische gefangen 5. 209 Perfektionsbonus. 432 Sternmarken haben wir gekriegt. Okay. Wir nachher schauen, was wir damit machen. Hi Penny, ich habe das Glücksrad jetzt schon 10-mal hintereinander gewonnen und der Mann wird mich nicht mehr spielen lassen. Oh. Wer bist du? Du hast eine ganz schön nette Stadt, angenehm und kuschelig mit einem echten Gemeinschaftsgefühl. Haben wir hier? Ach, hier können wir einfach Sternmarken kaufen. Oh, das war teuer. Ach, guck
mal, hier ist auch eine Familie. Hallöchen. Es war eine lange Busfahrt hierher, aber das war es wert. Dieses Tal ist so wunderschön. Simon liebt es. Nicht wahr, Simon? Für PlayStation spielen. Was sind wir hier? Schleuderspiel. Was muss ich tun? Was? Was muss ich treffen? Oh Gott, ist das kompliziert. Hier bei Zelda oder was? Da gab es doch nachher auch sowas. Ach, guck mal, 64 Punkte. 91% Genauigkeit. Mal gucken, wie viele Punkte kriegen wir da. Erfolgreiche Schüsse, 27 von 30. Genauigkeitsmultiplikator und 144. Okay, das sind nicht so viele, ne? Hallo Abigail. Ich habe die ganzen Spiele schon gewonnen. Was jetzt? Verrat mir dein Geheimnis. So, trete vor, wähle eine Farbe und es gibt eure Wette ab für die Chance auf einen verdoppelten Einsatz. Grün. Ach, ich kann hier welche setzen. Ach, guck mal, dann kann ich hier alles verlieren oder alles gewinnen, ne? Wir machen mal 67. 76 meine ich, pardon. Grün, 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 bitte. Ja, grün. Sehr schön. Du hast gewonnen. Was haben wir hier? Ach, das war das Kaufen, ne? Haben wir noch das Stärkespiel. Bist du so stark wie ich? Zerschmettere die Steine. Wie geht das? So etwas würde ich sehen. Hier, nimm eine Sternmarke. Okay. Stärkestufe Baldaser. Bodybuilder. Baumstumpf. Baumstumpf. Ah, schwierig hier. Mammut. Gorilla. Holzfäller. Bodybuilder. Jetzt haben wir es geschafft. Ach, so etwas will ich sehen. Hier, nimm eine Sternmarke. Oh, da kriegen wir aber nicht viel, du. Was können wir denn hier eigentlich beim Shop kaufen? Getrocknete Sonnenblumen ist eine Dekoration. Einen schicken Hut, eine Sammlervogelscheuche. Eine Sternfallfrucht. Gewinnkarten, hellgrüner Teppich. Ui. Okay, da hätte ich gerne noch ein paar mehr hier. Das Fischenspiel ist am effizientesten auch, ne? Komm, wir spielen noch mal ein bisschen hier. Wir haben ja heute auch alle Zeit der Welt. Behalten wir die Fische eigentlich danach? Ich glaube nicht, ne? Ach, jetzt habe ich das da so blöd reingeworfen. Wenn wir hier eine bessere Angel haben, kriegen wir bestimmt auch bessere Punkte, ne? Ich glaube, hier kann man ganz gut Punkte sammeln, ne?
Haben wir auch schon 94 Punkte diesmal. Oh, was ist das für ein Fisch hier? Also bestimmt wieder so ein Hecht oder sowas hier. Oh Gott. Schwer zu fangen hier. Ah nee, so ein Katzenfisch, glaube ich, war das, ne? Hey, eine Grünalge. Hat nur einen Punkt gegeben. Jetzt nicht so viel. Wurst, dich fangen wir noch. So, ein Fisch noch. Komm, dich kriege ich noch. Punkt genau. 246 Punkte, sehr schön. 6 Fische haben wir diesmal gefangen. 10 Perfektionsbonus. Dann kriegen wir 312. Okay, also hier kann man richtig gut welche sammeln. Wir könnten die natürlich jetzt hier auch nochmal verwetten. Ich nehme mal grün. Ich nehme mal 66 Stück. Hey, cool, gewonnen. Muss man da vielleicht drücken oder so? Ich bin mir da nicht so ganz sicher. Immer wieder grün. Jetzt diesmal mal 32 Stück. Wieder ins Grüne gegangen, ne? Nehmen wir mal 46. Ja, 64 meine ich. Oh mein Gott. Heute mit mir hier. Ich kann die Zahlen heute nicht mehr. Oh, knapp. Aber gewonnen. Nummer 128. Ich hätte gern so viele Sternmarken wie möglich. Verloren. Schade. Naja, komm, wir gehen erstmal weitermachen hier. Ich glaube, ich mache ein bisschen das Fischspiel noch heute. Hier kann man, glaube ich, echt gut Punkte sammeln. Und ich hätte schon gerne so ein paar Sachen, würde ich mir, glaube ich, doch kaufen wollen. Diese Sonnenblumen hätte ich gerne 2 Stück von. Kabeljau, was war das nochmal? Ne, Kaulbarsch, ne? Kaulbarsch ist 25 Punkte wert. Hey, Fischi. Komm her hier. Fischi, Fischi. Los, 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 los. Wir fangen den. Haltet mit fest hier. Ist das ein Thunfisch oder so? Ich glaube, das war ein Thunfisch. Oder ein Lachs, ich bin mir nicht ganz sicher. Auswendig kann ich die noch nicht alle wieder hier. Das ist auch gut, wenn wir da so einen Perfektbonus hinkriegen, ne? Ui, der ist schwer zu fangen. Der ist sehr schwer. Ich lasse den, glaube ich, eher entkommen und fange lieber noch einen Fisch. Sonst ist das ein bisschen schwierig, ne? Ach, schade. 147. Komm, ich würde gerne mal hier was einsetzen. In grün, bitte. Nehmen wir die 192 hier. Bitte in den grünen Bereich. Yes. Sehr schön. Nehmen wir jetzt mal 384. Ich hoffe, ich gewinne.
Gott sei Dank. So, dann nehmen wir nochmal 200. Weiß nicht, ob da drücken was hilft, aber gefühlt ja. Haben schon über 2000. Das ist cool. Wir nehmen mal richtig viel jetzt, auch wenn das gefährlich ist. 1036. Grün, 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 grün. Yes. Bam. Nochmal grün. Dann nehmen wir nochmal 1072. Ah, grün. Knapp. Wir haben aber noch gewonnen. So, nochmal auf grün. Ich nehme mal 144. Ich glaube, man muss echt drücken, dann wird das, glaube ich, hier gesteigert, die Gewinnchance. Das wirkt jedenfalls so. Ich möchte jetzt auch nicht so viel verlieren wieder, ne? Komm, wir nehmen nochmal grün. 188. Erinnert mich gerade ein bisschen an Henno und das Rad der Qualen bei Dark Souls. Eine grandiose Let's Play-Reihe, wenn ihr mich fragt. Ah, schade, jetzt haben wir verloren. Okay, aber wir haben 4000 Punkte. Jetzt gehe ich auch mal gucken hier. Hat man hier? Ach, das Schleuderspiel war das. Das ist irgendwie schwer, das ist nicht meins. Gucken, was haben wir denn jetzt hier Schönes? Nehmen mal die Sammlervogelscheuche mit. Einen stylischen Hut könnten wir mitnehmen. Ich will zweimal so eine... Ach nee, schade, kann man gar nicht. Deren... Och, die essen wir auch gleich. Oh oh. Was passiert hier mit uns? Du hast eine Sternfallfrucht gefunden. Es ist merkwürdig, aber der Geschmack erinnert dich an Cola. Geil. Cola, darauf erstmal einen Schluck Cola hier. Prost. Deine maximale Energie wurde erhöht. Das ist doch erfreulich. Das finde ich gut. Ich würde mir, glaube ich, auch gerne einen Hut kaufen. Den finde ich irgendwie cool. Heu will ich nicht. Was soll ich mit Heu? Gewinnkarte wäre eigentlich nochmal ganz cool, ne? Komm, wir wetten mal. Wie viel brauche ich denn? 200. Los, grün, grün, grün. Nein, orange. Nein. Wir wetten mal alles hier. Wenn sich das schon so langsam dreht, hat man, glaube ich, schon verloren, ne? Am Anfang. Und grün. Sehr gut. Wir haben es geschafft. Dann nochmal auf grün. Ich wette nochmal 100. Oh, ganz knapp hier. 900, okay. Nochmal grün, wir nehmen mal 150, keine Ahnung. Oh, ganz knapp, ganz, ganz knapp. Ganz, ganz knapp war das jetzt hier, cool. So, jetzt will ich nochmal gucken, was wir uns kaufen können. Gewinnkarte und den grünen Teppich. Komm, den Teppich kaufen wir auch. Heu. Heu brauche ich nicht unbedingt. Also ist ganz nett, wenn ich mir Heu kaufen könnte, aber muss nicht sein. So. Kann ich eigentlich? Nee, kann ich nicht Abigail geben. Dann würde ich mal sagen, wir machen langsam das hier mit der Auslage. Was haben wir denn hier? Ich würde erstmal den schönen Mais hier nehmen. Dann würde ich den Brokkoli nehmen und die Sonnenblume. Dann, was haben wir denn noch? Den Fisch. Den Fisch.
Fisch würde ich nehmen. Eine Koralle. Und Feengedöns. Nehmen wir das so? Koralle, Fisch, dann das Zeug. Das ist ja auch nicht besonders irgendwie. Und dann seltener Edelstein. Das ist ja auch nichts Besonderes hier, ne? Jade und so weiter. Also der Diamant im Herzen. Und Blume. Oder kommt das hier auch auf die Reihenfolge an oder einfach nur auf die Sachen, die wir reinschmeißen? Wenn man das mal wüsste, ne? Komm, wir nehmen das jetzt mal. Wir haben goldenen Hopfen, eine goldene Sonnenblume, goldenen Brokkoli, goldenen Mais, goldene Feenrose, goldene Brombeere, eine goldene Koralle, richtig wertvoll eine Rotbarbe und einen Diamanten. Also wenn das nicht gut ist, dann weiß ich auch nicht weiter. Find ich gut. So, und jetzt können wir auch mal mit Levels sprechen hier. Das aber erstmal hier alles wieder zusammenpacken hier. So. Unsere Gegenstände. Kann ich einen Hut schon tragen? Ja, wie sieht der aus? Ist der gut oder ist der... Ah, doch, hat Stil. Nehme ich. Den nehme ich, den Hut. So, nun, heute ist der große Tag, unser wichtigstes Fest im ganzen Jahr, das Sterntotaner Volksfest. Als du bei der Bauernhofschau mitmachen willst, habe ich dir einen Stand freigelassen. Wenn du alles vorbereitet hast, lass es mich wissen, damit wir mit der Bewertung anfangen können. Dann mach das mal bitte. Ja, ich bin mit der Auslage schon fertig. Oh, drückt uns die Daumen, Leute, drückt uns die Daumen. Wir müssen gewinnen. Oh, das wird was. Ich muss hinterherlaufen. Das ist Piersache. Das ist die von uns. Dann kommt das von Mani. Und das von Willi. Ja. Ach, guck mal. Deine Auslage wurde bewertet. Geh zurück zum Bürgermeister Levis für das Ergebnis. Oh, ich habe Angst. Drückt uns die Daumen. Oh, cool. Wir haben den ersten Platz erreicht. Blaues Band. Erreiche den ersten Platz beim Volksfest. Wir haben gerade eine Errungenschaft noch freigeschaltet. Ja, cool. Von 94. Das ist eine sehr gute Bewertung. Dein Preis sind 1000 Sternmarken. Gib sie nicht alle auf einmal aus. Und vergiss nicht, deine Auslage mit einzusammeln. Okay, wisst ihr was? Dann würde ich jetzt einfach mal Heu kaufen. So. Haben wir jetzt einmal 100 Heu für die Tierchen. Und dann nehmen wir hier die Auslage wieder mit. Ja, cool. Auch cool, dass wir das behalten dürfen danach noch, ne? Also, dass wir es jetzt nicht weggegeben haben. Gefällt mir. Fisch, Koralle, irgendwie so. Wann ist das jetzt zu Ende? Kann ich mal mit ihm reden? Kann ich mit ihm sprechen? Ist das gut oder schlecht? Muss ich das einfach so verlassen, das Dorf? Das fühlt sich so ein bisschen falsch an irgendwie, ne? Sonst muss man ja immer mit Levis sprechen. Warte mal, was passiert denn jetzt, wenn ich weggehe? Obwohl, ich könnte ja vielleicht noch mit den Leuten quatschen, ne? Mit Mani und so. Vielleicht haben wir uns noch was zu sagen jetzt. Ich kann nicht glauben, dass ich verloren habe. Nun, ich habe nicht gewonnen, aber ich bin damit zufrieden, all meine harte Arbeit zu teilen. Moin, Willi. Wow, ich habe echt wenig Punkte. Bürgermeister Levis ist wohl kein Freund von Fischen. Na gut.
Oh, der arme Willi. Aber gut, dann haben wir jetzt ja alles, oder? Wir haben auch alles gekauft, was es hier gab. Wir haben alles ausgegeben. Ja, dann müssen wir auch eigentlich jetzt weiter, oder? Ja, dann verlassen wir das jetzt. Sehr gut, und wir sind wieder auf unserem Hof. 22 Uhr ist gerade, sehr fein. Muss ich nur mal eben hier kurz mich sortieren hier. Die Blumen lassen wir mal hier, genau wie die Vogelscheuche und den Teppich. Wir haben viele Gioden, also ein Gedöns. Warte mal, das Ticket lassen wir hier. Ein paar Sachen müssen wieder in die Erdkiste. Gelee haben wir jetzt auch noch. Der Diamant kommt hier hin und die Sachen kommen hier hin, ne? Quarz. Das verfeinerte Zeug. Nein, Kupfer kommt hier unten hin. Kurz gucken, wie wir das hier sortieren hier. Verkaufen können wir auch einiges. Die Koralle. So. Gucken, was wir jetzt hier alles haben. Ach, guck mal, unsere Energie wird auch aufgefüllt. Und wir haben 304 Energie. Sehr cool. Es hat sich doch gelohnt hier mit der Arbeit hier. So, jetzt haben wir hier noch die Fische und diese ganzen anderen Gegenstände. Verkaufe hier auch noch ein paar Sachen, ne? Wir haben hier so viel. Meiste können wir auch gar nicht gebrauchen, tatsächlich. So, das verkaufe ich alles. Und wir haben hier noch ganz viele Fische, ne? Tigerforelle. Tigerforelle brauche ich scheinbar noch fürs Gemeinschaftszentrum. Genauso wie den Glaswels. Okay. Tatsächlich. Das würde ich verkaufen. So, dann haben wir es auch gleich sortiert hier. Moment, das musste in die mit hier. Packung. Die vier schmeißen wir hier in die Behälter und den Rest können wir hier verkaufen. Und das kommt wieder da hinein. So, dann können wir jetzt ins Bett gehen. Da war das doch heute ein erfolgreicher Tag. 94 Punkte. Sehr cool. Mal gucken, wie viel Geld wir jetzt auch noch kriegen. Wahrscheinlich einiges. Oh ja, ich sehe es schon. Oh, für die Fische. Sehr schön hier. Über 2600. Den Zwergwels haben wir was bekommen, die Glaswälze und so weiter und so fort hier. Den Heilbutt. Mhm. Gut, dann mit 5000 Gold mehr gehen wir dann hier in die nächste Folge. Heute auch schon den 17. Tag. Ne? Ich muss auch mal gucken, ob wieder jemand die Regie Geburtstag hat oder ähnliches. Das lief doch ganz gut, ne? Also wir haben doch da jetzt einiges auch bekommen. Wir haben einen schicken Hut. Ich finde, der passt auch voll gut zu der Jacke. Und zu dem Hemd, was wir anhaben. Auch wenn ich das Hemd eigentlich nicht so schön finde. Und wir haben jetzt hier auch eine Frucht. Ganz offiziell. Das ist doch schön. Ja, dann können wir weitermachen in der nächsten Folge. Macht's gut. Ciao, ciao.